Und damit herzlich willkommen zurück zu Hades. Hier ist euer Spooky VF auf der PS4. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen auf die Nuss bekommen gegen die Satyren. Kurz vor Hades, den wir schon einmal gesehen haben im Let's Play, aber leider gescheitert sind. Und jetzt... Oh, hey there, Dusa. How's your endless toil treating you? Mr. Hypnos, do you maybe think that you could, you know, keep an eye on the procession line before Lord Hades, like you were supposed to? Oh, that's no problem. I can definitely do that. I'll just add it to the list. Good, then. Glad we had the chance to chat. Now, maybe get some sleep or something. You look pretty beat. Get on it, Hypnos. Die Arbeit, Hypnos. Genau, was sagst du ihm? You call my chambers a mess? Look at your desk, father. Whatever happened to your court musician, huh? Where's his sentencing parchment work? Stuck in Tartarus, all because he stopped singing for you on command. My desk is far more organized than you, boy. And if you're so concerned about our court musician, why don't you commute a sentence yourself? Seeing as I haven't gotten around to it yet. Sure, happy to oblige. I'll just ask the house contractor since you're too busy. Contractor, mind locating the court musician's sentence when you get the chance? So, jetzt kriegen wir wieder eine Prophezeiung. Hatten wir eigentlich schon eine? Achilles ist nicht im Dienst. Okay, können wir mit dem nicht reden. Gucken wir mal, was wir beim Baumeister jetzt haben. There we go. Ja, wir können uns eigentlich nichts leisten, außer wir können jetzt versiegeltes Dokument befreie Orpheus aus der Einzelhaft. Das können wir eigentlich schon mal machen. In the name of Hades, I commute our court musician sentencing effective now. Oh, hello. Oh, da ist er. Da ist er. Orpheus. So, können wir noch was anderes machen? Nee, das andere bringt eigentlich erstmal nichts. Wir im Saloon vielleicht gibt es noch ein paar Sachen, aber rein theoretisch bräuchten wir hier die Sachen erstmal, weil die sind dann doch schon eher wichtig. Oh, hello, Zagreus. I understand you liberated me from my eternal punishment. And so I have returned to serve your father here. Thanks. Orpheus, you're back. Look, don't get on father's bad side like that and you're going to be fine. Besides, right now I think he's angry with me. I grieve for you, my friend. But if you've come to ask me for a song, why, I'm afraid I must stand firm about my answer. It's all right. Father can't make you sing if you don't want to. Pakt gebrochen, Strafe des Hofmusikanten. I trust that the mirror in your bedchamber has proved satisfactory, dear child. Better than I could have possibly imagined, Nix. You mentioned there was something more that it could do once I had grown accustomed. I think I'm ready for that now. I think you are as well. Then it shall be as you wish. Okay, jetzt haben wir neue Talente verfügbar. Dafür brauchen wir dann auch die Schlüssel. Und wir haben eine Prophezeiung erfüllt. Sehr gut. Ich muss gerade sowieso mal gucken, was wir hier alles noch so auf dem Tarot haben. Hey, what's that you're drinking, Meg? Anything good? Whatever it is, it's weak. Enough to be mistaken for your blood. Das ist fies. Well, I'll just leave you to it then. Leave me alone. The lounging area within the House of Hades is a dismal place to be, in spite of its intended purpose to enliven the house's grim inhabitants. So, wir haben ja auch Fische gefangen. Die können wir hier dem Koch abgeben. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Also einen Fisch haben wir gefangen. Und jetzt haben wir, 20 Edelsteine bekommen. Das hier ist so eine Tauschbörse. Weiß ich nicht, ob wir die uns schon angeguckt haben. Da können wir zum Beispiel Schlüssel für Edelsteine holen. Und mit Schlüsseln können wir zum Beispiel Nektar holen oder mit Nektar dann Diamanten und so weiter und so fort. Und zwei Schlüssel können wir abgeben für 20. Weil wir brauchen die Schlüssel, deswegen tun wir das nicht. Und das Titanenblut, da haben wir schon 4. Das ist nice. Da können wir uns vielleicht gleich ein bisschen upgraden, bevor wir den nächsten Fluchtversuch starten. So, jetzt haben wir natürlich hier nochmal eine zusätzliche Brunnenkammer. Die kaufen wir uns auch. I'll have to keep an eye out for this next time out there. Whatever are you going on about? Und ich würde mal auch, glaube ich, von den restlichen Edelsteinen jetzt erstmal noch einen Schlüssel kaufen. Weil der uns jetzt helfen könnte, rein theoretisch. Ich bin mal nicht sicher. Wir müssen jetzt gucken, wenn wir hier reflektieren. Ja, es kostet 10 Schlüssel, also wir brauchen noch ein paar Schlüssel. Wir können aber kochendes Blut noch hoch machen. Und wir haben jetzt eine andere Sache. Wir können jetzt hier
unsere Talente auswählen. Einmal gibt's Schatten und einmal Lichttalente. Wenn du Gegner hinterrücks triffst, ich glaube, wir gehen eher mal auf flammende Auftritte. Du fügst bei Angriff und Spezialität Bonusschaden zu, wenn du unverletzte Gegner triffst. Na gut, der erste Hieb wäre das dann, aber das ist ja schon mal nice. Und dann machen wir doch schon mal gleich 60%. Das ist gut, das haben wir hier. Finstere Erholung. Ja, das ist jetzt noch nicht so gut. Sturer Trotz. Achso, das ist einmal pro Kammer sterben. Das ist vielleicht... Wir haben zwei Todesverachtungen. Schon zwei Todesverachtungen. Sturer Trotz können wir uns eh nicht leisten. Nee, da müssen wir hier dabei bleiben erstmal. Schonungsloser Reflex ist auch ganz nice. Wenn man ordentlich ausweicht, kriegt man Bonus an Damage. Können wir uns aber auch jetzt nicht leisten. Was ist hier? Bei Gegnern, denen das Ding da steckt, die Bewegungsgeschwindigkeit, was haben wir hier? Fixangriff und Spezial, wenn der Gegner steckt. Okay, das ist eigentlich nice. Und hier haben wir die stygische Seele. Dann, ja, das ist auch ganz nice. Da regenerieren wir nämlich den Wurf. Und ich glaube, das wählen wir jetzt einfach mal. Da haben wir nicht die drei Würfe, wie, oder hier, ja, plus zwei sind drei Würfe, sondern wir kriegen alle vier Sekunden nochmal einen Wurf dazu. Das ist nice. Das holen wir jetzt mal. Spielen wir mal mit den Talenten. Mal gucken, was wir hier noch kriegen. Ach, guck mal, wir kriegen hier noch Nektar, weil wir alle kennengelernt haben. Ach so, ich glaube, wir haben hier diese Prophezeiungstafel noch gar nicht gesehen. Oh, guck mal, da kriegen wir nochmal Edelsteine. Ah, hier ist, wenn wir erstmal fliehen können. Ich glaube, das hier haben wir alles noch nicht abgeschlossen. Nee, wir haben halt nur diese beiden Sachen abgeschlossen. Und es gibt hier ganz, ganz viele Prophezeiungen in dem Spiel. Okay, aber wir haben jetzt wieder Edelsteine. Das heißt, wir können rein theoretisch oder auch praktisch, können wir hier eins der beiden kaufen. Kammern können Uhren mit 10 Dollar enthalten. Oder hier die Brunnenkammer im Elysion. Aber ich glaube, ich... Gehe wir hier drauf, weil das Geld kann uns auch stark helfen. Jetzt könnten wir nochmal zwei Schlüssel kaufen, aber ich glaube, wir sparen uns das jetzt erstmal. Weil wir mit den Schlüsseln, die zwei reichen uns ja auch nicht. Wir bräuchten ja 10. Wir gehen jetzt erstmal gucken, was hier ist. Hey, something back there for you, pal. Wie sieht's denn eigentlich aus mit dem? Achso, den haben wir noch gar nichts geschenkt. Dann wäre ich doch mal dafür, dass wir dem jetzt mal Nektar schenken von den ganzen, wo wir bekommen haben. For me, pal? Awful nice of you, just awful nice. But guess what? I got this for you. Tit for tat, you understand? A deal's a deal. Deal ist ein Deal. Alles klar. Dann deal doch mal ein bisschen. Glückszahlen kriegen wir von ihm. Denn jedes Mal, wenn wir jemandem sowas geben, ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal gemacht. Strong, I'll give you that, boyo. Strong enough to smack a guy like me right up against the wall and I'd go straight to pieces. Boom! You just remember, when you're duking it out, the walls are your friend. Smack guys against walls. Ja, immer wenn wir ihnen was geben, kriegen wir eben ja auch solche Andenken hier. Ne? Ja, da hatten wir ja schon ein paar. Zum Beispiel hier Artemis, Poseidon. Und jetzt hier bis zu 50 Herz werden automatisch wiederhergestellt, wenn deine Lebenskraft aufgebraucht ist. Das ist eigentlich, der Glückzahn ist quasi noch eine Todesverachtung zusätzlich. Was ich gerade hole, ist jetzt mal Poseidon auf jeden Fall. Den werden wir jetzt wählen als Gott und wir spielen auch nicht mit einem Schild, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Hier bräuchten wir 8 Schild, das könnten wir freischalten für 8. Aber wir spielen jetzt mit einem Speer, auch wenn der andere mehr Dings gibt. Mehr Finsternis, finsterer Durst quasi. Aber ich will jetzt mal mit dem Speer spielen, weil ich versuche mal, ob wir ein Bild zusammenkriegen, das ich für ziemlich gut halte. Wir können aber am Speer auch noch nichts nehmen. Wir können den nur ausrüsten. Ah ja, okay. Ja, wir können noch nichts dran ändern. Später können wir die noch modifizieren. Aber das ist jetzt erstmal egal. Ich versuche mal, ein cooles Bild mit dem Speer hinzukriegen. Deswegen auch Poseidon. Oh, wir hätten dem jetzt nochmal schenken können, aber ist ja eigentlich auch egal, weil dem haben wir schon ein Herz. So, wie gesagt, beim Fluchtversuch reden wir nicht viel mit dem. Warum hat der nur eine... Warum bietet der mir nur ein Ding an? Seit wann ist denn das hier? Ist das normal, dass ich jetzt nur eins angeboten kriege? Was ist denn das für ein Scheiß? Okay. Ersten Gang haben wir erledigt. Und da kriegen wir wieder Edelsteine im zweiten. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich dachte, ich hätte ja hier eine Wahl. Warum haben wir nur einen? Nur eine Ausfallmöglichkeit. Naja. Für Safekeeping. So, ein Power-Up und Zeus wäre dann noch zur Auswahl.
Wir haben ja eigentlich nichts großartig, was wir abpowern können, außer diese Hilfe, und die will ich jetzt nicht unbedingt abpowern. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir die Spezialität von Dings bekommen. Haben wir Zeus schon ein Herz? Nee. Dann schenken wir dem auf jeden Fall einen Nektar, dann kriegen wir nämlich auch seinen... Nein! Jetzt habe ich falsch Knopf gedrückt, ich tropfe. Ah! So, deine Spezialität bewirkt, dass Gegner in der Nähe deinen Angriff strahlt Kettenblitze aus. Ja gut, das ist jetzt eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Nee, Quatsch. Nee. Sollen wir dann hier mal den Blitz machen, statt der Spurt bewirkt, dass Gegner in der Nähe... Ja, komm, da hol mal... Nee, ich will eigentlich nicht. Ich glaube, ich hol tatsächlich den Angriff. Ja, ich hol den Angriff. Thunder time. Weil das andere, die Spezialität will ich mir tatsächlich für Poseidon aufheben. Oder eben vielleicht dann für Ares. Mal gucken. Je nachdem, was noch so vorkommt. Eigentlich müssten wir jetzt auch vermehrt Poseidon und Zeus finden. Weil wenn man ein paar Sachen von Göttern hat, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man diese Götter wiederfindet. Und darauf hoffe ich jetzt mal. Ja, jetzt kommt erstmal Aphrodite. Ah, fuck, ey. Das ist aber auch alles nicht so geil. Finde ich gerade. Natürlich ist dann die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass, oder geringer, dass wir dann nochmal irgendwie Poseidon finden dann. Aber ich glaube, trotzdem, es läuft gerade ganz okay noch. So, haben wir da schon ein Herz? Ja, da haben wir schon ein Herz. Dann verschenken wir jetzt nicht unsere Nektar. Siehst du, hier habe ich überall so viel Zeug, ne? Deine Spezialität fügt mehr Schaden zu und macht Gegner schwach. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Lebensbejahung. Komm, wir holen Lebensbejahung. Wenn wir schon so ein Angebot bekommen von so 42-prozentigen Stuff, dann machen wir das doch auch mal. Kaufen brauche ich mal jetzt wirklich nichts. Wir haben kein Geld. Schlüssel, das gefällt mir. Das ist, normalerweise ist es nicht so geil, wenn man die Schlüssel findet, aber... Oder was heißt nicht so geil? Es ist schon nicht schlecht, aber... Im späteren Spielverlauf, ja, da gibt es wichtigere Sachen. Aber jetzt, wir brauchen es halt noch. Wir brauchen es halt für alles. Für zusätzliche Talente freizuschalten, für die Waffen freizuschalten und so weiter und so fort. Also von daher, brauchen wir Schlüssel. Und deswegen freut es mich. Ja, nochmal Zeus und... Oh, ja, Dionysus. Ist eigentlich scheißegal, wen wir von beiden holen, weil ich... Ja, Zeus könnten wir halt noch das Nektar schenken. Wie sieht's denn eigentlich bei Dionysus aus? Hat der schon? Nee, der hat auch noch kein Herz. Dann wähle ich tatsächlich Dionysus. Vielleicht noch ein bisschen Gift-Bild machen. Oh. Jetzt haben wir mal Poseidon verwendet. Okay, das war eigentlich okay. Nur 7 Life verloren. So, schenken wir ihm eins und dann wäre noch eins für Zeus oder vielleicht auch noch einen anderen Gott, den wir noch nicht getroffen haben. Neues Andenken über voller Becher. Genau deswegen habe ich es ihm auch geschenkt. Fäulnisattacke. Dein Angriff bringt Gift mit sich. Ja, nee, ich will aber jetzt nicht... Ja, obwohl. Obwohl, hier, nee. Nee, wir wollen den Rauschspurt. Ich glaube, der Rauschspurt ist... Ach, das hier ist natürlich jetzt auch geil, ne? Vor allem, das macht halt viel mehr Damage. Das macht doppelten Damage auf 0,5 Sekunden. Und unsere Zeus-Attacke ist sowieso nicht so geil. Komm, wir ersetzen Zeus gegen Dionysus. So, und da ist wieder Poseidon. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So muss das. Vor allem diese Ticks werden ja höher. Ihr könnt das ja aufladen und deswegen gerade beim Angriff ziemlich interessant. Weil je mehr ihr trifft, stackt sich bis zu 5-mal das Gift. Und dann ja, kriegt ihr halt richtig Ticks auf den Dez. So, jetzt gibt mal bitte mehr zu aus. Bitte Spezialität, bitte Spezialität.
Exklusiver Zugang. Alle Gaben, die du findest, haben überlegene Effekte. Oh, das ist ein Duo. Das ist aber auch nice. Stürmischer Touch, deine Spezialität. Oh, fuck, ey. Überlegene Effekte. Ne, ich hol den stürmischen Touch. Ich brauch den. Ich will den haben. Für den Bild. Oh, da haben wir nochmal... Oder was heißt nochmal? Da haben wir ein Chaos-Tor. Chaos-Tor oder das da oben. Chaos-Tor kostet uns live, aber ich gehe rein, ich gehe rein. Das könnte uns einen großen Vorteil geben. Achso, da waren wir auch noch gar nicht drin im Chaos-Tor. Okay, das ist also auch Neuland für uns. Update abgeschlossen. Ah, wir haben ihn noch nicht kennengelernt. Wir können ihm noch keinen Nektar schenken. Und diese Charaktere, die man so trifft und die olympischen Götter auch alles, da gibt es halt auch Verstrickungen und Beziehungen und die haben, wenn man so will, sind das Sidequests im Spiel, diese Schicksalsprophezeiungen quasi. Jetzt können wir hier uns was aussuchen, was uns für ein paar Scharmützel schwächt. Und bei den nächsten drei Scharmützel sinkt deine Lebenskraft um 34 und danach fügst du 50% Schaden zu, wenn du unverletzte Gegner triffst. Bei den nächsten fünf Kammern ist die Vorschau auf Kammerbelohnung verborgen. Boah, das hier ist halt auch nicht schlecht, aber ja, ich glaube, ich hole hier wirklich den Angriff, weil dieser Effekt stört uns eigentlich am wenigsten momentan, muss ich sagen. Und bringt uns dann auch am meisten mit dem Angriff. Alles andere wäre zu heavy. Oh, cool. In dieser Kammer kommen wir direkt mal hier. Dem können wir auch was schenken. Ich glaube, das tun wir auch gerade. Das letzte Nektar. Hier für dich. Den haben wir also auch schon kennengelernt, sonst könnten wir ihm wahrscheinlich nichts schenken, ne? Jetzt kriegen wir die zerbrochene Fessel von ihm. So, und ich bin jetzt die Frage, Finsternis, Heilung, wir können uns auch heilen, das wäre jetzt vielleicht auch gar nicht mal so schlecht in unserer Situation, gerade eben, wo wir im Tor waren. Oder wir holen uns Money, Cash Money. Oder Finsternis eben, um uns Dings abzugraden, das... Wollen wir jetzt in diesem Verlauf weit kommen, wollen alles versuchen oder wollen wir dauerhaft investieren? Ich glaube, ich versuche jetzt mal mit dem Geld. Da ist auch noch Geld. Hey, money. Within the depths.